Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ja, in der letzten Folge haben wir den Gopul erledigt, was ein ganz schön nerviger und langer Kampf war. Und ja, ich will die ganze Zeit versuchen, den Händler hier zu triggern, aber anscheinend müssen dafür ein paar Tage vergehen und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wahrscheinlich, wenn man im Moggerwald ein bisschen jagt und so, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich will halt ehrlich gesagt hier während der Aufnahmesession machen. So, der will irgendwas von mir. Hey, ich habe eine neue Bitte an dich. Ich glaube, das wird dir gefallen. Was wäre das Größte für dich? Sag nichts. Ich weiß doch, dass du Kapazität der Pilzbox verbessern möchtest. Du Glückspilz. Verstehst du? Die Farmer wollen das auch. Pilze sind so lecker in Suppen und Salat. Und auch gesund. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Ich weiß, du bist beschäftigt, aber denk mal an die Pilze. Natürlich. So, Pilz kein Plus. Wupf. Okay. Jagdbrecher, ich habe ein paar Kälte mal erledigt. Keine Ahnung. Mit der Zeit verstreichen lassen und du willst immer noch was von mir. Die Bestellungen sind da, die Bestellungen sind da. Es gibt eine unglaubliche Nachfrage nach Honig. Die Städter schmieren ihn aufs Brot, aufs rohe Fleisch. Ja, du hast richtig gehört. FDH ist ein echtes Phänomen. Man hat herausgefunden, dass Mogga-Honig mehr Kalorien als andere Sorten hat. Er wird ja auch mit Liebe hergestellt. Und um dicker zu werden, geben die Leute Unsummen für ihren Honig aus. Unseren Honig aus. So werden sie nie reich. Ironisch was, aber wir hinken bei der Honigproduktion hinterher. Also haben der Farmer und ich etwas beschlossen. Wir werden die Honigproduktion steigern und dafür sollst du die Materialien, die Rohstoffe sammeln. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Glaubst du, du kannst das irgendwann besorgen? Ja, mal gucken. Was brauchst du denn schon wieder? Gott verdammt. In der nächsten Aufnahmesession habe ich das alles. Boah. Oh, hallo, kannst du mir wohl einen Gefallen tun? Vor knapp 2 Tagen kam der Wanderkoch vorbei und wollte einige besonders gute Fische haben. Ich als erfahrener Ex-Angler sagte ihm, dass ich genau den richtigen Job kenne. Das Problem, dass mein Angeln nicht so stabil ist. Damit kann man nur alltägliche Fische fangen. Also habe ich mir gedacht, ich baue eine ultimative Angel. Wenn ich etwas Großes fange, kriegst du ein paar gute Köder. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Versuch einfach, dir neben der Jagd dafür Zeit zu nehmen. Superangler, Frosch, Gobulbata. So, das war's. So, Chacha wollte irgendwas. Nein, okay. Okay, der Wanderkoch. Wenn du mir jetzt sagst, ne, dass du hier was ausgeschrieben hast, scheint, als sei die Zukunft des Dorfes viel eher aus. Oui, Trespin? Ich aber mehr Elchzutaten vorrätig als je zuvor. Oh, meine besten Gäste, biete ich hochwertige Getreidezutaten an. Das lässt Katten Erz höher schlagen. Mit besseren Zutaten erhöhen die Speisen die Gesundheit noch mehr. Der Öste der Haute Cousine. Okay, cool. So, was willst du? Hey du, gut gemacht, das mit der Goboljagd. Wir sind kniffliger als der normale Wasserbewohner. Ich dachte, so ein echtes Monster macht es selbst dir schwer. Boah, ich weiß, dass ein Gobol kniffliger ist als der normale Wasserbewohner. Naja, ich meine, das weiß jeder in der Gilde. Sie wechseln die Farbe, verbergen sich in der Tiefe, können nicht leben. Das hätte ich dir auch vorher sagen können, was? Naja, hinterher ist man immer klüger. Konzentrieren wir uns auf die Zukunft, ja? Die Gilde hat mein tief empfundenes Empfehlungsschreiben bekommen. Du darfst jetzt in eine neue Gegend jagen. Ein Landstrich so kalt, dass selbst die Zeit gefriert. Die Tundra. Wie es da so ist, außer wirklich sehr gefährlich. Meine Kristallkugel sagt, alles neblig, bitte erneut versuchen. Das klingt doch ganz positiv. Welche Quest du auch immer unternimmst, das Glück wird dir folgen. Ich kann mich irren, aber ich bin auch nicht. Ich kann aber auch richtig liegen. Vertrau mir und wirf einen Zenny. Macht keinen Unterschied. Also. Super. So, ich habe übrigens noch gar nichts zu der Klamotten gesagt. Ich trage die Barbara-Rüstung. Oder? Wie heißen die? Bahabra-Anzug. Ich habe voll stylisch ist und einen Attentäter durch, den ich mal irgendwann hergestellt habe. Ich habe schnelles Wegstecken, Lähmung nichtig, Staatsangriff plus, wenn ich Staatsangriff werde und Autoblocken immer noch. So, dann gehen wir mal in das neue Gebiet, um uns hier von den riesigen Monstern abzulenken und hoffentlich meinen Händler zu triggern. Okay. Jägertöter, jage einen Barauf und einen Großjagi, okay. Jage einen Lagombi, jage einen Großbuggy. Erlege 20 Buggy, besorge 8 Blutsteine. Gucken wir uns mal hier die Erntetour an. Aber ganz lässig. Schauen wir uns mal ein neues Gebiet an. Wir müssen ja nicht immer gegen riesige Monster kämpfen, oder? Wir können ja auch mal, weiß ich nicht, mal schauen, wie das Gebiet so aussieht, ne?
muss ja nicht immer Blut spritzen. Doch, Blut ist gut. Aber es ist auch schön. Und ich hätte mir vielleicht einen Dingstrank mitnehmen sollen. Ich glaube, die kriegt man während der Erntetour nicht. Das ist so ein Dreck. Ist hier auch so ein Typ irgendwie, der einen Sachen schenkt? Nein, okay. Verdammt! So, neue Gegend, neue Sachen zum Töten. Geil, ne? So, das war das letzte Gebiet, das ich übrigens auch gesehen habe. Als ich, oh Gott, in der Dings war. In der 3DS-Version. Oh, fangen wir mal Sachen. Tischlerkäfer, geil. Bitterkäfer. Bitterkäfer, ich möchte Tischlerkäfer, wenn es geht. Oh, langweilig. Ah, da kann man nicht rein. Oh. Da sind sozusagen hier diese Pflanzenfresser aus dem Schneegebiet, wenn ich mich irre. Skuren. Nicht umdrehen, Mann. Einfach weitergehen. Ja, du konntest dich ja, du konntest ja nicht einfach weitergehen. Du musst es ja unbedingt umdrehen, ja. Und sieh, wo ich halt hingeführt hat. Der lebt noch. Was? Jetzt hol er ab. Pepe-Zunge. Okay, wie heißt denn Pepe? So, ich glaube, Kälte beeinflusst aber nur, dass man langsam die Ausdauer regeneriert, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich möchte ehrlich gesagt so schnell wie möglich wieder hier raus. So eine offizielle Mission machen. Und da sind wir diese, weiß ich nicht, wie die heißen. Und das mal wieder Erz. Hier kriegen wir bestimmt wieder gute Sachen, ne? Ein Blutstein, cool. Ein Blutstein, cool. Ein Stein. Nicht cool. Ein Blutstein, der ist cool. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo ich die Quest gleich mache. Mit dem Blutstein. Ja, Stein, geh weg. Jawohl. Ja, geh auch mal wieder ab. Einfach so hier rumzulaufen ohne Quest ist ein bisschen doof. Ja, lieber mit einer Quest hier rein. Da kriegen wir auch Kältegetränke und so. Ich bin ja gerade ein bisschen, weiß ich nicht, ist ein bisschen gefährlich. Da sind zum Beispiel Buggies. Aha. Oder? Ja. Das sind sozusagen Yagis aus der Tundra. Schön, ne? Das heißt, wir müssen nochmal gegen so eine Art Großjagi-Viech kämpfen. Das ist ein bisschen offensichtlich, ne? Okay, was zum? So, hier schon wieder so was. Bisher etwas gibt. Nichts gefunden. Ich frage mich bis heute, was man hier bekommt. Kommt das irgendwann mit der Zeit oder muss ich irgendwas ganz Bestimmtes machen? Da würde ich gerne mal wissen. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Wenn es geht, kann jetzt bitte der Händler da auftauchen. Weil ich möchte gerne ein paar Sachen ja eintauschen. So, Pepperzunge und Blutstein müssen wir abgeben, okay. Aber genug Asche gerade. Ach, schön. Na, warte. Ich war hier unten nicht irgendwas. Da, da ist der Typ. Wollte schon sagen, hier gibt es auch irgendwie so einen Typen. Hi, tschüss. Mann! Stau meinen schönen Zylinder. Oh Mann. Ich finde die Klamotten sehen bis jetzt am besten aus von allen. So. Starr in der Zeit. Schön. So, jetzt kann der Händler bitte auftauchen, weil sonst kriege ich hier echt einen Anfall. Jawohl. Endlich. Hallo Jäger, Jukita, die jagen gut, wir handeln gut, ja, du kommst gerade rechtzeitig. Brieftau, noch eine Melde, dass noch Land mit dir Mokka-Waren handeln will. Das heißt, Vivan-Land, die Handelwaren von dort sind besonders, man hält sie kaum woanders, Toku best zu. Willst du ein kleines Geheimnis über Vivan-Land hören? Juck. So Kanakuchi, was, keine Ahnung, hör gut zu. Ich auch, Vivarianer, überrascht Eska? Meine Familie wartet im Vivan-Land auf meine Rückkehr. Du machen dieser Agotzi-Kapitän glücklich, wenn du nach Hause geschickt. Dafür erhältst du Objekte für Jagdflotte. Aber jetzt erstmal Waren zeigen, ja? Wir handeln. So, dann zeige ich mal hier, was ich hier habe. Ich habe einen Riesenschädel und ein uraltes Hautöl von Ludorf. Das habe ich bekommen, als ich
im Moggerwald ohne Quest mal hier so ein Viech erledigt habe. So. Ich habe jetzt hier 2 Sterne. Meine Frage ist jetzt, kann ich zum Beispiel 2 Sachen mit 1 Stern bekommen? Ja. Oh, warum müssen wir jetzt so kompliziert machen? So, ja, mein Doppelgrillspieß, den könnte ich zum Beispiel, ja, Handel abbrechen. Ich habe einen Doppelgrillspieß. So, und ich gebe jetzt hier 1 ab für die Maske. Doppelgrillspieß, ja. Dann gehen wir die Fleischmaske. Fleischmaske halten, sehr schön. So, jetzt hole ich mir direkt wieder einen neuen. So, nehmen wir erstmal hier den Riesenschädel. Und holen wir uns dafür den Doppelgrillspieß zurück. So, direkt wieder nehmen. So, dann, upsala. Uraltes Hautöl. Dafür kann ich mir jetzt Sachen für 2 Sterne holen. Aber was nehme ich denn da? Helbihorn-Objekt. Also was möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Doppelgrillspieß auch nicht. Haben wir hier Prismanlampe, Sandsteinpflanze, Kapitän Plus. Hier. Das wäre auch zum Beispiel gut. Kapitän Plus verbessert eines der Jagdschiffe, versucht Gewässer mit wertvollen Ausbeuten. Frisst dich nicht Feuer, wenn du die Wassermelone siehst, was? Rotschiff Plus verbessert eines der Jagdschiffe, besuche Gewässer mit wertvollen Ausbeute. Hm. Ich glaube, ich nehme das hier, ne? 1 davon. Ja, okay, ich habe nur ein 2-Sterne-Ding, deswegen sollte ich doch das lieber nehmen. So, verbessert eines der Jagdschiffe, besuche Gewässer mit wertvoller Ausbeute. Okay. Okay, wollte schon sagen, das hat er nicht mehr, ne? Und diese Typen wollen, glaube ich, auch schon lange mit mir reden, aber jetzt ist ja gerade keiner da, super. Ich habe schon weggeschickt. Ah. Hast du noch irgendwas? Ich brauche, glaube ich, ein neues Kiefernetz. So, Sprinzer, Frustkur. Hol mal Pilz, kein Plus, warte mal. Brauche ich doch. Hierfür. Pilz kein Plus 3 Stück, okay, mach mal das. Ja, ist ein bisschen ja, langweilig gerade, ich weiß. Pilz kein Plus, Insekt jetzt pro. 10 Käfer pro Tropfen oder wir essen 1 Käfer, was? Okay, 3 Stück. Du kannst dafür meine krummen Reißzähne haben, von denen ich voll viele habe. So, dann nehmen das, Sohn des Chefs. Bam, jetzt haben wir die Superpilzbox. So, brauche ich noch irgendwas, was ich hier einkaufen kann direkt? Fleißige Bienen, geil. Kann ich auch direkt holen, hatten die glaube ich auch hier. Sehr schön. Zwei oder drei, weiß ich jetzt nicht. Glänzend Seestern, die bekomme ich immer durch hier Schiffe. Ich meine Schiff. So, können wir direkt die Insektenbox aufballern. Und deswegen nehme ich das alles nicht auf, weil interessiert wahrscheinlich hier kein Schwein und ich brauchte nur 2, verdammt. So, was noch? Jagdbericht? Ne, habe ich nicht. Knochen, Gobulha, Frosch. Exzellenz, Fleisch, Frosch. Ich glaube sonst nichts, ne? So, aber ich bin wegen Dings hingekommen, Mann. Mega-Kiefernetz. Das war noch viel in der Truhe, sehe ich gerade, aber egal. Sonst nichts, ne? Na gut. Du kriegst dafür, weiß ich nicht. Zum Teufel. Viel. Bams, hör mit. So. Ah, das war sehr, sehr langweilig wahrscheinlich. Deswegen machen wir was anderes jetzt. Etwa so. Was? Sag ruhig stopp, wenn es reicht. Okay, Jägertöter. Nein.
Ein Lagombi, ein Großbuggy, erlege 20 Buggy, er besorge 8 Steine. Verloren in der Tundra, machen wir das. Töten wir mal ein paar Buggies. 20 Stück, ach, das dürfte ja wohl kein Problem sein. Jetzt müssten wir auch hoffentlich Getränke und so bekommen, die uns vor Hitze und Kälte schützen. Falsche Box. So, ich werde es sowieso nicht brauchen, aber egal. Ein Heißgetränk. Schokolade. Gut, habe ich mal wieder ein paar Sachen bekommen, mit denen ich Offscreen ein bisschen effektiver farmen kann. Finde ich gut. Ich habe mir die neue Pilzbox und all sowas auch mal angucken sollen. Hört mir auf. Boah, ich finde das so doof, dass die von den ganzen Schlägen immer wegfliegen, wenn sie nicht tot sind. Pff, Idiot. Pff, was macht der? So. Er ist immer noch am Leben. Oh Mann, echt. Echt jetzt? Believe it. So, nebenbei noch looten. Mache ich ja nicht schon oft genug auf Screen. Aber was soll's. Wir müssen nur wissen, dass die Materialien hinterlassen, mit denen wir Gegenstände herstellen können. Wer hätte das gedacht? So, da waren übrigens 3. Noch ein paar hundert. 17 meine ich. Und da kommen sie direkt. Dum, 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 dum. Ja, warum fliegt er von den Schlag weg? Ich wusste es, der lebt noch. Verstehe nicht, warum die durch diese Schläge schon wegfliegen. Das ist ein bisschen nervig, da muss ich immer hinterher rennen. Schön zu sehen, das sieht richtig geil aus. Ja, vielleicht hat von den Insekten ist, ne? Richtig glänzend sieht er aus. Hat verdammt lange gedauert, hier Z fertig zu machen. Die Viecher zerspringen immer in 1 Million Teile und dann kannst du die natürlich nicht looten. Und irgendwie in den letzten paar Malen habe ich ja irgendwie so Pech, dass ich die nicht looten konnte, weil irgendwie die Leiche außerhalb der Karte waren. Den ganzen Flut war da. Ich habe immer diese Mission gemacht, wo man 12 von denen erledigen muss. Dann kriegt man auch nach der Mission ein paar Gegenstände von den Viechern. Na. Ja, wie kann man von so einem Schlag wegfliegen? Ich verstehe nicht. Ich schlag den damit und hau den nicht damit weg oder so. Ich bin Großschwert oder so angreifen würde. Könnte ich halt ja verstehen, aber nein. Ach man. Das Barbaras. Boah. Nee, die sind immer, zerspringen immer so in ganz vielen Teilen. Dann kann ich die nicht looten, das ist voll dreckig. So. Weiß ich nicht, laufen wir mal ungeschärft, unrasiert rum. Vielleicht fliegen die ja nicht immer mit jedem Schlag. Oh Gott, diese Kack. Ah. Die machen mich vor aggro, die Viecher. Ihre Animation. Und zack. So pasch. Fangen immer noch mit 3 Schlägen. Na, 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 na. Boah. Irgendwie das Schwerste im Spiel ist hier, so einen ganz kleinen Schritt immer zu gehen. Wenn du vor jemanden stehen willst und den ansprechen willst im Dorf. Und, weiß ich nicht, du bist mit dem Rücken zu ihm gedreht und du musst dich umdrehen. Das ist das Schwierigste im gesamten Spiel. Du kannst sie hier... Ich drehe mich mal hier zum Stein um, so. Jetzt versuche ich mich mal einfach nur umzudrehen. Ja. Wenn
jetzt hier jemand stehen würde, dann wäre ich an ihm vorbeigelaufen, konnte den immer noch nicht ansprechen. Das ist so nervig. So eine komische Steuerung ist das. Das ist auch solche Jagias Version von denen, so größere. Ja, ich glaube. Oh Gott. Gegen dich wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht kämpfen. Das ist ein Großbuggy. Ja, tschüss. Nee. Aha. Das andere Gebiet. Pff. Nee, 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 das habe ich nicht unterschrieben. Da sind mir noch Viecher. Natürlich nicht mehr. Okay, 7 brauchen wir noch. Ich habe natürlich nicht eine innere Liste verfasst, wie viele ich habe und wie viele ich noch brauche. Das ist doch nervig. Ich laufe auch gerne mit einem Schwert rum und ein Schild. Ist auch nicht so verkehrt. Wenn ich halt entscheide, ob man einen dicken Angriff macht, der voll viel abzieht, ob man nicht immer trifft, oder viele kleine Angriffe, sage ich beides nicht schlecht. So, die loot ich jetzt aber nicht alle. Aber dann hier, oh, looten ist das Ziel dieses Spiels. Ruhe! Ja, das weiß ich. Ne, von da bin ich gekommen. Noch 3, gut. Kommen wir mal so ungefähr 3. Oh Gott. Zählt der auch als Buggy? Wenn ich den töte, jetzt ganz ehrlich, zählt der auch, wenn ich jetzt 19 habe. Und weil ich den jetzt so aufregen, ne, dass ich die Mission gleich erledigt habe. Dann kann der mich mal. Haha, jetzt kannst du mich mal. Ah, Mission erledigt. Du kannst mich mal. Sehr schön. Ah. Ah. Mein Gott, was macht der mit dem? Er hat seinen kleinen Kollegen da voll erledigt. Ich bekomme gar keinen Schaden, sehr schön. Oh Mann, ja, auch damit. Ja, auch damit, Mann. Was für ein Bild. Ich versuche die ganze Gesten zu machen, wird aber abgebrochen, weil er mich angreift. So ein Dreck. Oh, jetzt habe ich schon einen Gegner gespoilert. Oh. Aber wer rechnet denn damit, dass der da rumläuft? Hallo? Also ich hätte mit Algen gerechnet, nur nicht mit Monstern. So, und jetzt bist du natürlich 5-6 Tage hier, ne? So, ich hab, mir fällt gerade auf, ja, hier, das muss ich, dauert sehr lang. Ja, ich bin ja sowieso jetzt offscreen wieder. Gucken wir uns mal die Pilzboxen so an, die ich jetzt hergestellt habe. Die ich gemacht habe. Ich glaube, dann kann man irgendwie mehrere Sachen da anpflanzen für mehrere Tage, ne? Cool, war. Passiert was Gutes, was so bestellen wird, ich kümmere mich gut darum. So, Giftpilze habe ich mal angepflanzt, warum denn nicht? Wahrscheinlich immer noch nicht Tischlerkäfer anpflanzen, ne? Ernsthaft, das sind die Käfer, die ich als einziges brauche immer. Gucken wir mal, Zyklen, immer noch 5.
Okay, Kräuter habe ich nicht. Für Pilze. Wo sind Pilze? Hier, Giftpilz. Ah, Pilzstufe Max, okay. Warte mal, ich kann auch gucken, bestimmt, welches Level alles hat, ne? Okay, Pilze haben Stufe Max und Honig, Insekten, Felder sind alles Level 2. Sehr schön. Und keine Animation zu der neuen Insektenbox? Stimmt jetzt, ne? Oder auch nicht. Na gut. Dann werde ich wahrscheinlich offscreen folgende Missionen machen. Und zwar hier Jägertöter. Ich gegen die beiden kämpfen muss. Und hier besorge 8 Blutsteine. Das werde ich auf jeden Fall alles offscreen machen. Also 2 Missionen, ganze 2. Oh, du willst auch mit mir reden. Da bist du ja. Ich habe so gehofft, dass du vorbeikommst. Ich habe einen Geschäftserfolg erzählt. Ich habe endlich einen Lieferanten für das nützliche Schrot S Stufe 3 gefunden. Jetzt muss ich nicht mehr Munition sparen. Oh, daran denken, wie du es benutzt, macht mich ganz verrückt. Hey. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Manche wirken etwas esoterisch, aber glaub mir, du brauchst sie. Sieh dich in Ruhe um. Ernsthaft, bleib ein bisschen. Bleib für immer. Hey. Nur ein Scherz. Hey. Okay, oh Gott. Kann ich neue Sachen hier kaufen? Toll, neue Munition. Super. Kann nicht mal Mega-Sachen irgendwie verkaufen. Na gut. Also in der nächsten Folge habe ich hoffentlich wieder eine neue Rüstung und neue Waffen und so. Und ja. Würde ich sagen, ich beende Buddy und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.